Es ist September und Spätnachmittag auf der Pferdewiese. Auch Arapaima, unser buntes Pferd, wartet auf Abholung am Tor. Ein Tag auf der Weide neigt sich dem Ende zu. Eine ländliche Idylle im Süden Dortmunds. Doch was passiert hier nachts, wenn kein Pferd mehr auf dieser Wiese steht? Um das herauszufinden, haben wir uns etwas ausgedacht und eine Wildkamera besorgt. Die Batterien sind voll, die Speicherkarte eingelegt und jetzt wird die Kamera noch ein bisschen ausgerichtet. Und ehe man sich's versieht, wird es Abend und die Nacht bricht herein. Man darf gespannt sein, ob uns etwas vor die Kamera läuft und was es dann sein wird. Und es startet vielversprechend. Rehe und Füchse zeigen sich, die sind hier häufig, der Wald ist gleich nebenan. Die Kamera filmt ein kleines Wiesenstück mit löchrigem Zaun und wie es scheint, wechseln sich die Waldgeister hier des Nachts ab. Rehe sind häufig hier am Waldrand und auch tagsüber sieht man die Böcke und die Ricken mit den Kitzen über die Wiese laufen. Die Füchse sind allgegenwärtig, sie vermehren sich sogar im unweit gelegenen Strohlager. Und dann traue ich meinen Augen kaum. Eines der heimlichsten Säugetiere Deutschlands zeigt sich im Lichtkegel des Infrarot. Ein Dachs spaziert vorbei, als wäre es das Normalste überhaupt. Ist der Dachs außer Sicht, geht hier der Fuchs wieder auf Nahrungssuche. Dass Fuchs und Dachs zusammen vorkommen, ist nichts Besonderes. Oftmals teilen sich sogar die beiden ein großes Bausystem. Mittlerweile ist sogar ein zweiter Dachs aufgetaucht. Meine Begeisterung kennt keine Grenzen. Es ist schwer zu sagen, ob es sich tatsächlich um ein Paar handelt. Jedenfalls habe ich mit solchen Aufnahmen nicht gerechnet. Dann kommt es sogar zum Treffen zwischen Dachs und Fuchs. Ein paar Nächte später lassen wir die Wildkamera mal in die andere Richtung filmen. Wieder zeigt sich ein Dachs, doch diesmal scheint ihn irgendetwas zu beunruhigen. Auch der Fuchs zeigt sich kurz, verschwindet aber schnell in der Dunkelheit. Ein paar Tage später haben wir dann die Kamera erneut anders ausgerichtet und als erster Besucher zeigt sich ein Reh am frühen Abend. Es ist ein noch junges Tier und tatsächlich haben wir die Ricke mit zwei Kitzen auch über Tag schon vor Wochen beobachten können, doch scheinbar lebt nur noch eines davon.
Erst wenn es vollends dunkel ist, zeigen sie sich dann wieder, meine persönlichen Favoriten, die Dachse. Die Marderartigen sind Allesfresser, sie lieben Fallobst, erbeuten aber auch schon mal ein kleines Säugetier oder räubern ein Vogelnest. Ihr Hör- und Geruchssinn sind äußerst stark ausgeprägt, das ist es auch, was sie so scheu macht. Dachse im Dortmunder Süden, mitten im Ruhrgebiet, aber hier haben sie scheinbar ein stilles Refugium gefunden. Immer wieder marschiert er über das Wiesenstück, scheinbar hat er Witterung aufgenommen. Die Markierung des Reviers darf natürlich nicht fehlen. Vor etwa 2 Jahren, da entdeckten wir am Rande der großen Pferdewiese einen Tierbau, der so massiv ausgegraben war, dass ich mich schon gefragt habe, ob das von einem Fuchs stammen konnte. Höchstwahrscheinlich fühlten sich damals schon die Dachse hier heimisch. Es kann übrigens statistisch gesehen häufiger passieren, dass man eine Wildkatze im Bayerischen Wald oder einen Luchs im Harz zu Gesicht bekommt, als einem Dachs zu begegnen. Mittlerweile ist es kurz nach 5:30, der Morgen bricht an und es ist Zeit für die Dachse, ihren Bau wieder aufzusuchen. Bei einer anderen Gelegenheit filmte die Kamera eine Eule und wir glauben, dass es sich um einen Waldkauz handelt. Der Einsatz einer Wildkamera kann faszinierende Natureinblicke ermöglichen.